Willkommen, zukünftige Kryptorentner. Vielleicht hast du das Video von heute Morgen schon gesehen. Falls nicht, schau dir das unbedingt an. Das Video habe ich gestern Abend aufgenommen und da waren wir schon im roten Bereich. Und über die Nacht und auch jetzt fallen wir weiter im Kurs. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wann kommt der Boden, wie verhalte ich mich, woran liegt das? Und das schauen wir uns jetzt in dem kurzen, kompakten Video an, damit du auf dem Laufenden bleibst und dir keine Sorge machen musst, etwas zu verpassen. Also bleib dran und viel Spaß mit dem Video. Wie im Intro schon gesagt, siehst du ja hier, dass wir uns weiterhin in den roten Zahlen befinden. Die Stablecoins kommen hier aus der Reihe raus, die zählen wir nicht mit. Bitcoin, Ethereum, alle Währungen, wie du siehst, 10%, 6%, 9,8%, alles im Minus, alles rot. Die Panik ist groß, überall schlechte Nachrichten. Wenn du jetzt hier einfach mal die Nachrichten aufmachst, siehst du aktuell bei Bitcoin News nur noch Bitcoin unter, Kryptowährung im Fall, Kryptos bekommen Prügel, Bitcoin schafft die Trendwende nicht. Wie du siehst, von gestern auf heute der Markt nur noch negativ, nur schlechte Nachrichten, die guten Nachrichten von wegen Google steigt ein oder, alles nicht mehr interessant, sondern jetzt kommt es nur noch darauf an, Nachrichten zu verbreiten, dass der Markt runterfällt. Gut, wir wissen, es gibt jetzt schlechte Nachrichten, der Markt verhält sich negativ, es ist alles rot. Die roten Zahlen siehst und die schlechten Nachrichten liest, dann hast du bestimmt Sorge um deine Kryptos, machst dir vielleicht Panik, dass du jetzt verkaufen solltest oder. Wir schauen uns jetzt mal an, wie der Markt generell eingestellt ist. Wenn wir jetzt hier auf den Angst- und Gier-Index gehen, sehen wir jetzt aktuell extreme Angst. Sprich, du bist nicht allein, wenn du Angst hast. Du hast hier auch gestern schon Angst oder extreme Angst sogar gehabt. Letzte Woche war extreme Angst auf dem Markt und im letzten Monat war im Durchschnitt Angst. Sprich, du brauchst dir keine Sorgen machen. Du bist nicht alleine. Vielen Kryptoanlegern, aber auch Aktienanlegern, geht es in den Stunden genauso wie dir. Jeder macht sich Sorgen, was passiert jetzt? Und gerade wenn du frisch auf dem Markt bist und es vielleicht dein erster, in Anführungszeichen, Crash ist, dann denkst du dir so, hat das jetzt alles ein Ende? Muss ich jetzt alles verkaufen und lieber Verluste mitnehmen, bevor ich gar nichts mehr von meinem Geld übrig habe? Hier möchte ich eine Entwarnung aussprechen und dir sagen, nein, mach dir keinen Kopf. Du musst für dich die Entscheidung finden, was du jetzt machst. Und dazu kommen wir auch noch gleich. Ich zeige dir jetzt erst noch einmal den Bitcoin-Chart. Wie du siehst, haben wir jetzt einfach von gestern bzw. von vorgestern auf heute einfach einen Crash. Und der ist extrem. Da brauchen wir nicht drüber reden, ob wir da jetzt wieder in die Diskussion fallen. Crash, Bärenmarkt, Korrektur, ist egal. Das darfst du für dich dir zusammenreimen, wie du möchtest. Was ich sehe, ist, es geht runter. Wir haben eine kurze seitliche Bewegung und es geht wieder extrem runter. Und wenn du dir das Ganze jetzt einfach nochmal anschaust, beim Bitcoin, wir waren heute schon bei 34.500. Das höchste waren 39.000. Wie du siehst, wir haben alleine heute eine Schwankung von $5.000. Das sind ungefähr heute jetzt, also aktuell 6% im Minus. Und wenn du dir das Ganze einfach mal anschaust, wir gehen runter, da brauchen wir nicht drüber reden. Und jetzt ist halt die Frage, was machst du? Fängst du jetzt an, hier weiter Nachrichten zu lesen? Oh mein Gott, der fällt, Kryptos bekommen Prügel, Bitcoin schafft die Trendwende nicht. Ja, warum soll er jetzt schon die Trendwende schaffen? Wann ist denn die Trendwende vorhergesagt worden? Wir haben ja nicht wirklich einen Crash gehabt. Wir hatten jetzt eine leichte Korrektur gehabt. Ja, wir waren nicht mehr am Allzeithoch, wir sind ein wenig runtergekommen. Aber es das heißt ja noch nicht, dass wir schon unten waren oder im Bärenmarkt waren und die Trendwende überhaupt notwendig war. Sprich, die Nachrichten und die YouTuber und alle drum und dran suchen sich jetzt einfach die schlechten Fakten, um drüber zu berichten. Klar, wenn irgendwo in China ein Sack Reis umfällt und es nichts anderes zu berichten gibt, dann wird drüber berichtet, einfach damit man was berichten kann. Die schlechten Nachrichten verdrücken jetzt aber die guten Nachrichten, wie das Google, PayPal und sonst wer alles in Stablecoins jetzt einsteigt oder eigene Sachen da entwickelt, spielt alles keine Rolle. Wie du siehst, die Angst überliegt. Das ist bei Menschen immer so. Es ist leichter, negativ zu denken, als positiv zu denken. Und deswegen musst du hier einfach allen einen Schritt voraus sein und sagen, hier, es sieht schlecht aus, aber ich handle antizyklisch. Sprich, ich renne nicht der Masse nach. Wenn jetzt alle wegen der Pandemie zum Drogeriemarkt rennen und Klopapier kaufen, dann solltest du dir überlegen, ob du nicht woanders das Klopapier kaufst, weil es dort schon ausverkauft sein wird.
Dementsprechend, was ich dir hiermit jetzt sagen möchte, du musst klug überlegen, was du machst, weil egal in was du jetzt investierst, es ist alles im Minus. Und wenn du jetzt hier auf die schöne Übersicht gehst und jetzt kommen YouTuber und sagen, wir haben hier den Boden erreicht und hier haben wir den Widerstand und wir haben jetzt Kappenhändel und weiß der Geier, was es da nicht alles gibt. Ja und? Meine Prognose ist es jetzt so, wir haben jetzt Wochenende, die Aktienmärkte sind zu, das wird sich jetzt hier so irgendwie ein wenig einpendeln, es wird ein wenig Ruhe einkommen, die ersten Panikverkäufe haben stattgefunden, die nächsten Panikverkäufe werden vielleicht, beziehungsweise das denke ich mir einfach, nächste Woche kommen. Und warum werden die nächste Woche kommen? Das hängt ganz einfach mit dem Aktienmarkt zusammen. Sprich, jetzt ist Wochenende, die Kryptos sind runtergefallen, die Aktien sind auch schon vor dem Wochenende runtergefallen. Und wenn jetzt am Montag die Börse wieder öffnet, dann ist immer noch schlechte Laune da, weil am Wochenende meistens wenig positive Nachrichten rauskommen. Und zweitens eben die Menschen, die Angst vom Wochenende mit in die neue Woche bringen. Und wenn dann der Aktienmarkt wieder um 1, 2, 3% nach unten geht, dann geht bei Kryptos der Markt wieder um 5 oder 10% runter. Dementsprechend, wenn du jetzt schon Angst hast, dann stell dich darauf ein, dass vielleicht noch krassere rote Zahlen kommen. Und wie gesagt, das habe ich dir im letzten Video schon gesagt, das muss nicht heißen, dass es schlecht ist. Du musst immer aus der Situation, die du jetzt hast, das Beste machen. Und du kannst jetzt dahin gehen und sagen, ich halte es einfach, weil ich weiß oder dran glaube, dass es hochgeht. Du kannst aber auch sagen, ey, ich minimiere meinen Schaden und investiere. Was ich jetzt also sagen wollte, du kannst jetzt alles verkaufen und deine Verluste mitnehmen und sagen, gut, die sind abgestürzt, das war ein Versuch, aber ich habe Minus gemacht, ich verkaufe jetzt alles und lebe mein Leben weiter. Gut, du kannst jetzt aber auch sagen, nee, ich glaube an die Kryptowährung, ich glaube auch an die Projekte, wo ich investiert habe. Jetzt habe ich aber bei Cardena beim Preis von ungefähr 20 Euro gekauft und jetzt sind wir bei weniger. Okay, ich habe jetzt 20 Stück für 10 Euro gekauft, also hast du 200 Euro ausgegeben. Und jetzt ärgerst du dich, weil der aktuelle Kurs natürlich deutlich niedriger ist und du jetzt im Minus bist. Wenn du jetzt aber sagst, ich glaube an das Projekt und ich wollte sowieso mehr haben und ich habe noch ein bisschen Geld übrig und du hast jetzt aktuell einen Preis von ungefähr 5 Euro und kaufst wieder 10 Stück, dann haben die dich nur 50 Euro gekostet. Sprich, du hast 250 Euro für 20 Stück ausgegeben. Sprich, du hast einen neuen Durchschnittspreis von 12,50 Euro. Sprich, du hast einfach durch die Reinvestition oder die neue Investition von jetzt neuen 10 Stück von im Wert von 5 Euro jeweils deinen 20 Euro Einstiegspreis auf 12,50 Euro runtergedrückt. Ich will dich jetzt nicht verleiten, um zu sagen, du sollst jetzt den Markt leer kaufen, damit du deine Verluste minimierst. Nein, aber wenn du sagst, ich wollte sowieso noch ein bisschen nachkaufen, nur bei 20 Euro ist es halt viermal so viel jetzt, ne? Da kann man sich vielleicht nicht so viel kaufen. Aber wenn du jetzt sagst, ich glaube jetzt, wie gesagt, Cardena ist ein Beispiel, einfach nur damit man es leicht rechnen kann, weil wenn wir jetzt mit Bitcoin anfangen, mit mehreren Tausend, wird es unübersichtlich. Wenn du jetzt aber sagst, gut, ich kaufe mir jetzt nochmal 10 Stück. Vielleicht sagst du, oh nee, bei dem Preis, ich habe gerade jetzt noch ein bisschen Weihnachtsgeld übrig, ich kaufe 20 Stück, dann drückst du den Preis noch tiefer. Sprich, der Preis muss weniger weit hochgehen, damit du wieder bei 0 oder im Plus bist, als wenn du jetzt hingehst und sagst, ich bleibe bei meinen 20 oder ich verkaufe jetzt bei 20 und nehme den Verlust mit. Dementsprechend nutz immer die Situation, die es gerade gibt und mach das Beste draus. Dementsprechend kann ich dir hier keine Anlageberatung machen, ist halt einfach so rechtlich, aber ich kann dir sagen, ich mache das so. Ich suche mir meine Projekte raus, wo ich vielleicht so weit oben eingestiegen bin oder wo ich sage, ich will mehr davon haben, weil ich an das Projekt glaube und zu dem alten Preis mir das davon nicht mehr leisten konnte. Ja, dann kann ich jetzt hingehen und sagen, gut, 5 Euro, wenn es nur 3 Stück sind, das müssen ja keine 10 sein, dann hast du trotzdem um ein paar Prozente deinen Preis gedrückt und jetzt schon deine roten Zahlen verbessert. Klar, vielleicht sind die Zahlen morgen noch tiefer, vielleicht ist Cardena morgen bei 3 Euro. Dann kannst du entweder hingehen und sagen, gut, ich verzichte auf die Schachtelkippen, ich kaufe mir nochmal 2 Stück und drück nochmal den Preis. Oder du sagst, gut, das sind jetzt 2 Euro pro Stück, wo ich Verlust mache,
kann ich mit leben, lasse ich jetzt einfach mal laufen. Deswegen verfall nicht in Panik und verfall auch nicht in die Panikverkäufe. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du jetzt verkaufst. Wenn du jetzt sagst, ich verkaufe, dann hast du sofort Minus und es ist schwer, das Minus wieder reinzukriegen. Wenn du A sagst, ich halte, ich bleibe, ich glaube, das kommt wieder hoch, glaube ich früher oder später auch, vielleicht zur Mitte des Jahres, Ende des Jahres, werden wir wieder ungefähr die 20 Euro sehen. Vielleicht werden wir jetzt auch aber in den nächsten Tagen erstmal hier 2, 3 Euro sehen. Das spielt keine Rolle. Wenn du an dein Projekt glaubst und langfristig investiert bist, dann wirst du hier wieder normale Zahlen sehen in deinem Portfolio. Deswegen keine Angst, nicht Panik machen, einfach abwarten. Wenn du jetzt aber, wie gesagt, noch ein bisschen Geld übrig hast und 2, 3, 4, 5 oder 10 Stück kaufst, dann kannst du den Preis ziemlich gut drücken. Das Ganze ist jetzt hier nur ein Beispiel an Cardena. Das funktioniert mit jeder Kryptowährung. Und wenn du sogar hingehst und sagst, ich kaufe 20 Stück, ne, dann ist der Preis noch besser. Dementsprechend überleg dir das Ganze für dich. Und ja, es sieht schlecht aus auf dem Markt, wenn man jetzt den aktuellen Markt betrachtet. Wenn man aber in die Vergangenheit schaut, dann war das nicht das erste Mal und auch garantiert nicht das letzte Mal, dass wir solche rote Zahlen sehen. Du siehst die Zahlen überall, egal ob an den Aktien oder beim Gold, beim Silber oder jetzt auch bei den Kryptowährungen. Dementsprechend, lass dich davon nicht verleiten, jetzt alles zu verkaufen, nur weil du im Minus bist. Du hast ja im Normalfall investiert, um langfristig drin zu bleiben. Und nicht, um langfristig zu sagen, es geht nur hoch und irgendwann bin ich Millionär, sondern um zu sagen, ich bleibe langfristig drin, ich nehme jede Schwankung nach unten und nach oben mit. Dementsprechend möchte ich jetzt auch hier das Video nicht unnötig in die Länge ziehen und beenden. Lass dir das Ganze durch den Kopf gehen. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen noch ein paar so Videos rausbringen, wo ich dir das Ganze einfach nochmal ein bisschen erkläre und schilder und dir zeige, wo ich vielleicht einfach investiere, damit du einfach auch siehst, dass du dir nicht unnötig Sorgen machen musst und vielleicht sagst, ey, das Projekt wollte ich schon immer haben, das war gut, jetzt ist es im Preis gefallen, jetzt steige ich ein. Also wie gesagt, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like und ein Abo da. Wenn du was zu meckern hast oder auch eine gute Idee hast, dann lass mir gerne einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, zukünftige Kryptorentner.